Ja, und hallo. Ich habe wieder ein schönes Muster für euch rausgesucht. Das nennt sich Regen. Das ist der Regen. Der Regen sieht so aus, dass wir immer so kleines Knötchen da haben. Die Maschenzahl ist teilbar durch 4 plus 3 Maschen. Das Muster ist relativ einfach. Die Rückreihe sind immer linke Maschen und die Hinreihe ist wie folgt. Also ich mache immer eine Randmasche vorne und hinten. Die stricke ich rechts ab. Wir machen eine rechte Masche und jetzt noch eine rechte und noch eine. Das heißt, wir haben nach der Randmasche 3 rechte Maschen. Nun stechen wir eine Reihe vorher rein. Das heißt, wir stechen jetzt hier, wir holen uns hier die Schlaufe. Da sieht man das. Das ist die Masche unterhalb der Schlaufe. Da holen wir uns den Faden durch und legen den auf die linke Nadel. Nun stricken wir die ab, die Schlaufe, rechts abstricken und ziehen die Masche ab von der Nadel und nun stricken wir die Schlaufe auch rechts ab. Jetzt ziehen wir die erste über die andere drüber, sodass wir nur noch eine Masche haben. Dann sind es wieder 3 rechte Maschen, die wir stricken. Eins, zwei, drei. Und nun stricken wir wieder unseren Knoten. Das heißt, unter die Masche holen wir den Faden, legen den auf die linke Nadel, stricken die Schlaufe rechts ab. Stricken auch die Schlaufe rechts ab und ziehen die erste über die zweite Masche. Das heißt, wir haben keine zu und keine abgenommen. Wir haben einfach nur eine Masche verknotet. Die nächsten drei sind wieder rechte Maschen. Der Anfang der nächsten Knötchenreihe ist nicht 3 rechte Maschen, sondern nur eine rechte Masche nach der Randmasche und dann der Knoten. Dann versetzt sich das Muster. So, die Rückreihe sind nur linke Maschen.